Und jetzt zu unseren Studiogästen, dem Direktorenpaar von «Das Zelt», der Katrin und dem Adrian Steiner. Schön, seid ihr bei uns. Danke. Ihr feiert das Wochenende 20 Jahre Jubiläum mit «Das Zelt», eurem Tourneetheater, das immer wieder eine grosse Plattform ist für Comedy, für Musik, für Artistik in der Schweiz. Und ihr behauptet, ihr seid aber eigentlich selber total überrascht, dass der Erfolg schon so lange anhat. Erfreut vor allem. Also, ja, man muss sich immer wieder neu erfinden. Wir haben immer wieder neue Eigenproduktionen, neue Showkonzepte. Und es ist einfach mega schön zu sehen, wie das funktioniert und das eine das andere anzieht. Wir haben zum Beispiel auch Künstler, die in verschiedenen Formationen wiederkommen. Und so kann man auch gemeinsam neue Sachen entwickeln. Ich bin auch überrascht, dass jetzt nach dieser Pandemiezeit ist ja, das sofort das Jubiläum. Und das hat irgendwie die Kumulation von den beiden Ereignissen hat uns irgendwie aufgespürt. Ja. Und das war eben auch so eine schwierige Zeit natürlich auch für euch, die Pandemiezeit. Und das hat ihr ja natürlich in diesen 20 Jahren ab und zu mal gehabt, wo es nicht so rund gelaufen ist. Ja, das ist so. Wir sind ja im Bereich von der nicht subventionierten Populärkultur. Mhm. Und wir sind ja ein rechtlicher Zirkus, sind aber auch ein Logistikunternehmen, machen aber inhaltlich mehr Comedy und haben, aber haben Freude an dem, was wir machen. Und so geht es immer weiter. Und wir wollen zurückschauen, wie das genau angefangen hat mit euch und dieser Geschichte mit «Das Zelt». Der Adrian Steiner hat die Manege im Blut. Er gründet als Teenager den Basler Quartierzirkus «Bruder Holz», tritt später als Fahrradartist auf und geht mit dem Zirkus Knie auf Tournee. Dann wechselt er die Seite und gründet an der Expo 2002 mit dem Artisten David Dimitri der Wanderzirkus «Das Zelt». Ein Jahr später stößt die Eventmanagerin Katrin zum Team. Die beiden lernen sich im Zelt kennen und lieben. 2010 heiratet das Paar vor den Augen von vielen Kunstschaffenden. Sie haben zwei Kinder. Die 13-jährige Josephine und der 15-jährige Nico. Heute leitet Katrin und Adrian Steiner das Zelt als Direktorenpaar gemeinsam. Ja, das Zelt ist heute einer der erfolgreichsten Unterhaltungsbetriebe in der Schweiz. Für euch beruflich also eigentlich ein Glücksfall. Und privat ja eben auch, wie wir gehört haben. Wann hat es da genau gefunkt bei euch zwei? Nein, am Anfang haben wir sogar uns gegenseitig noch einen anderen Partner vermittelt. Nee. So mal ein bisschen schauen auf die Distanz, ob das dann matcht. Nein, aber es ist natürlich so, wenn man so nah zusammenarbeitet und auch quasi Tag und Nacht zusammenarbeitet und die gleiche Passion hat, dann es ist die Vorgabe schon mal einfacher. Hast du nicht gemacht? Es war bei einer Vorstellung von Marco Rima. Aha. Und dann hat er im Finale hat er immer die Leute aufgeholt. Und dann hat er gesagt, Adrian Steiner und Katrin Steiner. Obwohl und, ich noch Schneider geheißen habe. Genau. Und an dem Abend hat es dann gefunkt. Dann hat er euch eigentlich ein bisschen willkommen sagen. Ja, Katrin, also mittlerweile eben auch schon lange in diesem Team dabei. Mhm. Und auch regelmässig eben auch als Sängerin und Songwriterin dort auf der Bühne zu sehen. Wir schauen schnell rein und hören. Okay. Hast du dir damit einen lang gehegten Traum erfüllt? Ehrlich gesagt hat er mich fast ein bisschen reingeschubst. Also, ich hätte mir gut vorstellen können, irgendwo in einem Bandkeller einfach glücklich zu sein und zu singen. Und es ist ja klar, wenn man so eine Bühne hat und die Beziehungen hat. Adrian hat dann gesagt, komm, jetzt könntest du doch mal mitmachen. Ich bin ja selber 7 Jahre Profiartist und immer auf der Bühne. Aber ich dachte, eigentlich gehörst du nicht dazu. Ich habe immer mehr Interesse am Kreieren. Mhm. Weil der Bühnenkünstler muss ja auch eine narzisstische, extrovertierte Art. Ja, genau. Und Katrin hat immer gedacht, sie ist der Typ, sie kommt in den Raum rein und sie. Nein, im positiven Sinn. Und dann haben wir sie ein bisschen geschubst und dann hat sie jetzt auf der Bühne Freude. Das freut uns. Also von dem her, gegen aussen die Arbeitsteilung ist klar, du stehst auf der Bühne, du änderst im Hintergrund. Wie ist es sonst aufgeteilt? Also es war eigentlich lange umgekehrt. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der zweite Mann in unserem Dreamteam. Er ist der grosse Visionär und zieht und sagt, jetzt machen wir das. Und ich habe dann hinten geschaut, dass wir es irgendwie managen können. Und jetzt hat es etwas gekehrt. Ja. Und ihr habt pro Jahr rund 200 Vorstellungen, die ihr in der ganzen Schweiz spielt. Arbeitet ihr aber von Basel aus, dort wohnt ihr auch, dort habt ihr mit euren beiden Kindern ein Zuhause. Jetzt, wie ist das eigentlich beim Nachwuchs? Hat es dich auch schon gepackt, das Künstlergehen? Er ist ja stolz wie Anton, dass unsere Tochter Josephine im Quartierzirkus Bruder Holz jetzt in der Direktion ist. Das ist der Zirkus, den er damals gegründet hat mit seinen Brüdern.
Wie viele Jahre her? 44 Jahre. Irgendso. Unglaublich. Da gibt es immer noch. Und sie ist jetzt dort eben involviert und hat auch die Leidenschaft für Artistik. Aber ich glaube, sie schaut das mal noch ein bisschen aus der Distanz an. Also in diesem Fall ist eigentlich die Nachfolge von «Das Zelt» schon fast geregelt, Adrian. Nein, da tun wir gar keinen Druck ausüben. Ich denke, dass es noch viel zu früh ist, sich das überhaupt zu überlegen. Die sollen da ihren Weg gehen. Ich bin schon eher sportlich interessiert. Aber sie interessieren sich immer mehr, das merken wir. Ja, ja, wer weiß. Und sonst hat er ja aktuell gerade eine wunderbare Startrampe eigentlich parat mit der neuesten Show, die er hat. Young Artist, Best of Switzerland. Dort treten ja alles junge Talente auf, die man so im Zirkus noch nicht gesehen hat. Warum ist eigentlich die Nachwuchsförderung so am Herzen? Das ist immer schwieriger, als junger Künstler Karriere zu machen. Und wir haben die Möglichkeit. Und es ist tatsächlich wegen euch, wegen dem Schweizer Fernsehen. Wir haben die Show «Stadt-Land-Talent» gesehen in der Pandemie. Und ich dachte, das gibt es ja nicht, was für ein höchstes Niveau bei Schweizer Artisten und Künstlern gibt. Und dann haben wir gesagt, jetzt tun wir das Thema vermehrt ins Programm nehmen und haben jetzt eben am letzten Sonntag die Premiere gehabt von Young Artist und haben eine grosse Freude, die Startrampe sein zu dürfen. Der Nachwuchs bekommt bei euch die Bühne, aber wie seht ihr allgemein die Zukunft jetzt vom Zirkus? Also wie geht es weiter? Hat das Bestand? Es wird ja immer schwieriger in den letzten Jahren. Der klassische Zirkus. Ich denke, es ist eigentlich schwieriger geworden. Man wird irgendwie die Tiere nicht mehr so sehen in der Manege. Es gibt mehr Auflagen. Es ist auch schwieriger geworden zum Reisen. Es gibt immer mehr Bürokratie. Das merken wir ja auch. Und ich glaube, wir haben das Gefühl, es ist wichtig, gute Bühnenproduktionen zu machen, die einfach auch so eine Bedeutung haben, die irgendwie einen Purpose haben. Also, dass man auch etwas zurückgeben kann, weitergeben, Nachwuchsförderung betreiben. Aber in der immer digitaleren Welt ist ja ein Zirkus ist ja das Gegenteil von einer digitalen Welt. Man kommt, geht zu den Leuten und solange die Qualität gut ist, und die wird immer anspruchsvoller, das ist ganz wichtig, dass Qualität, Content wirklich sehr, sehr gut ist, wird das immer funktionieren. Die Ansprüche steigen eben vom Konsument, weil so viel am Fernsehen auch international konsumiert wird. Aber wir sind sehr stolz zu sehen, dass es eben ganz tolle Schweizer Künstler gibt. Genau, und so wird es hoffentlich auch noch die nächsten 20 Jahre bestehen. Ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Oder was wünscht ihr euch jetzt zu diesem Jubiläum? Wir sind dankbar, dass wir 20 Jahre alt geworden sind. Sind wir erwachsen worden. Das ist jetzt der gute Boden, dass wir jetzt uns noch positiv weiterentwickeln können. Aber und vor allem das Konzept, dass wir eben beste Unterhaltung in allen Regionen mit Schweizer Künstlern zeigen können, das wollen wir noch weiter perfektionieren.